Oh. Möchtest du immer noch den Helden spielen, hä? Mein Vater, der braucht dringend einen Arzt. Hey, stopp! Handys her, beide. Meine Tasche. Handys her, schneller, komm. Na komm, ein bisschen schneller. Und deins, komm. Ich hab kein Handy. Verarsch mich nicht. Ich hab keins. Na gut. Entweder du sagst mir jetzt, wo Thiago ist, oder ich knöpfe mir die Kleine noch mal richtig vor. Ja? Wollen Sie meinen Vater jetzt verbluten lassen? Ich bring dich zu ihm. Ach, jetzt weißt du ja doch, wo er ist, Katie, du, hä? Ich zeig dir sein Versteck. Wehe, du Tricks. Das überlebt keiner von euch. Na los, also dann, hurtig. Komm, wir brauchen einen Arzt. Na komm, hurtig. Na komm, nicht einschlafen da vorne. Na los, ein bisschen schneller. Idiota! Ich kann es kaum glauben, dass das alles noch gut ausgegangen ist. Dein Vater hat echt Glück gehabt. Ja, das haben die Ärzte auch gesagt. Und du bist ja Gott sei Dank mit einem paar völlig harmlosen Schrauben davongekommen. Also, wenn du Javier nicht so weggezogen hättest, dann hätte Veit es nicht überstanden. Ja, das war so ein Streifschuss. Wenn er noch ein paar mehr Liter Blut verloren hätte, dann... Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Du warst wirklich unglaublich. Trotzdem, wenn mein Freund nicht gewesen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte ihn nie hier reinlassen dürfen. Ja, aber du bist ja nicht verantwortlich für seine Taten. Außerdem hast du uns gerettet. Du bist mein Held. Dann ist ja alles gut. Ich wollte schon immer mal dein Held sein. Ja, ehrlich? Glaubst du mir das etwa nicht? Doch, glaube ich dir schon. Warum lachst du? Oh Gott. Au.